So Leute, willkommen zurück zu Pikmin. Im Wald der Hoffnung liegt noch ein Teil, das konnten wir leider nicht bis zum Ende rüberbringen. Sehr schade. Aber dann benutzen wir den Tag heute, um die Pikmin-Population noch ein bisschen voranzutreiben. Wir haben ja beim letzten Mal leider ein paar Pikmin verloren. Jetzt muss ich mal gucken, wie viel wir von was haben. 92 blaue, unter 100, da haben wir echt viel verloren. 147 rote plus 4 noch. Und 104. Das heißt, als erstes mal die blauen über 100 bringen. Nehmen wir 50 Stück mit. Da sind auch viele noch nicht gekeimt. Deswegen werden wir das jetzt ändern und ziehen hier noch mal ein bisschen Nektar raus. In der Hoffnung, dass die welchen finden. Ne? Kein Nektar. Das ist aber doof. Ich habe gedacht, jetzt können wir hier die Nektarvorräte mal ausschöpfen. Ja, da ist doch schön Nektar. Direkt alle gekeimt. Alle 50 Stück. Okay. Gut. Sag mir mal meinen Geigerzähler hier rüber. Ah, jetzt ist er da vorne dran. Der Geigerzähler. Dieser geschäftige Geselle gibt ein andauerndes Klick-Klack und ein Kratzen von sich. Das ist manchmal recht nervtötend. Ich habe 11 von 30 Teilen gefunden. Wenn ich noch ein Teil finden würde, könnte ich die Leistung meines Schiffs erhöhen. Ja, das machen wir dann im nächsten Gebet. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir hier ein paar blaue Pikmin machen. So, solange wir von hinten angreifen, ist alles okay. So, schafft mir den Typen rüber. Ja, Nektar. Ja doch, wir haben ein bisschen was verloren. Kann sich ein paar Pikmin wieder eine neue Blume aufsetzen. So, den da holen wir uns jetzt auch noch. Na, schön auf den Hintern. So, das sind dann, glaube ich, erstmal genug blaue, die wir nachgezüchtet haben. Würde ich mal fast behaupten. Das sind die 92, die wir jetzt haben. Plus, ich glaube, um die 30, die hier rumliegen. Ja, 32. Naja, gut, da sind ja noch die hier.
Ja, 101 Pikmin in Rot. Das ist eine gute Anzahl. So, dann machen wir uns noch ein paar gelbe. So, schafft den ganzen Kram rüber. Hier sind keine Gegner, die Stress wollen. Ist in Ordnung. Farbe ist mir eigentlich gerade auch relativ egal. Ich will ja bloß ein bisschen was nachzüchten. Da ist mir hauptsächlich wichtig, dass wir das Zeug halt nachgezüchtet kriegen. Oh, ein Pikmin ist leider gestorben. Wahrscheinlich noch mehr sterben. Aber manchmal müssen Pikmin halt sterben, damit neue Pikmin leben können. Pack den da mal mit weg. Hier die Armee der gelben Pikmin. Ja, ich glaube, langsam haben wir genug Gelbe. Müssen wir gleich nochmal vergleichen, von was wir wie viel haben. Um mal zu gucken, wovon wir Nachschub brauchen. Wir sparen uns halt Nektar, wenn ich jetzt nur die fertigen ernte. Ah, die Anzahl der blauen ist auf jeden Fall wieder über 100. Das ist schon mal gut und das ist schon mal wichtig. Ja, die blauen sind jetzt, glaube ich, alle gesprossen. Ich glaube, einer da hinten ist nicht, aber ist egal. Oh, nein, 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 nein. Verdammt, jetzt haben wir einen gelben nur mit Blatt. So, schauen wir mal. 120 blaue inzwischen. Das heißt, alle, die jetzt draußen sind, sind gelbe.
was noch 40 Stück sind. Heißt 140 Gelbe, abgesehen von einem Gelben, der da hinten noch rumgammelt. Ach, den wollte ich nicht, wollte den da haben. Nein, hör auf! Olimar! Was tust du? Okay, 140. Hier sind wir bei 120. Und das waren 150. Ja, würde ich sagen. Mehr Blau. Heute ist der Tag, an dem wir uns hier unsere Armee noch ein bisschen erweitern. Das ist halt ein Bonustag, ja. Den müssen wir jetzt einlegen. Mir persönlich passt es nicht wirklich, dass wir das machen müssen. Das andere Vieh wieder da. Weiß ich ja, wie es funktioniert und das gab richtig viel. Naja, leider nicht wieder da. Ah. 92 schon wieder. Die Population wächst ohne Ende. Ist auch gut so. Jeder Pikmin zählt. Ich glaube, wir gehen. Obwohl, wir könnten gucken, ob hinten der Weg offen ist. Dass wir da wieder hochkommen. Weil wenn da keine Gegner mehr sind, dann können wir da einfach von oben das ganze Zeug noch holen, was noch übrig war. Vorausgesetzt, die Birdies bleiben tot. Wenn die nicht tot sind, dann rennen wir weg. Weder sind sie tot, noch ist hier irgendwas. Weder sind sie wieder da, noch ist da irgendwas. Tot sind sie. Und das bleiben sie auch, hoffentlich. Ich meine, jetzt müssen wir das Gebiet hier nicht mehr besuchen. Jetzt kann es uns eigentlich egal sein. Das Gebiet hier ist für uns fertig. So, zeig mal her. Ich habe keine... Den gelben Pikmin da hinten gelassen? Aber sonst habe ich keine Pikmin mehr irgendwo. Ne, nur noch die, die tragen. Gelber, du bist zu langsam. Mitkommen. Wir müssen noch die ganzen Pikmin ziehen. Nein. Weil nochmal kommen wir nicht wieder. Alle nicht gezogenen, die bleiben hier. Deswegen, wir ziehen jetzt alle. Ob die fertig sind oder nicht.
Wir können hoffen, dass wir so weit kommen wie möglich. Aber wir kommen hier nicht nochmal hin. Oh Gott. Ja, alle können wir nicht ziehen, aber die meisten. Ah, schade. 5 bleiben zurück. 10 Tage seit Absturz. Oh, grausames Schicksal. Eine Steinbombe ist explodiert und hat meine Pikmin unter Steinen begraben. Dieses Bild hat sich in meinem Gedächtnis eingebrannt. Ich muss die Umgangsweise mit Pikmin, die Steinbomben tragen, unbedingt überdenken. So etwas darf nicht noch einmal passieren. Wenn ich A drücke, um einen Pikmin mit Steinbombe zu werfen, bringen sie ihre Bombe an Hindernissen oder Wänden an. Wenn ich sie in die Zwiebel lade, lassen sie die Steinbombe liegen, um die Bombenträger von den anderen Pikmin zu trennen. Entlasse ich alle Pikmin mit X oder halte ich A gedrückt und halte einen Pikmin fest, um andere Pikmin zu wechseln, kann ich A gedrückt halten und R drücken. Es ist zwar nicht einfach, aber ich schaffe das. Ja. Und man sieht, die Population ist richtig hochgegangen. Wir haben 8 im Kampf verloren, wir haben 92 neue gemacht. Wir haben gesamt 685 Pikmin keimen lassen inzwischen. Das ist eine Hausnummer. Und jetzt können wir in die neue Region und können da die Teile holen gehen. Weil da gab es ja einige, die mit blauen Pikmin geholt werden mussten. Zentrum des Waldes. Eventuell können wir gleich mehrere mit blauen heute holen. Oh, da hinten sehe ich ganz viele Geleuchte. Sind aber nicht alles Brutstätten von blauen Pikmin, oder? Ach nee, das sind die gelben. Ja. Okay. Warum seid ihr eigentlich noch nicht gekeimt? War jetzt schon mehrere Tage nicht mehr hier. Ja, oder ich gehe erst mit den roten in die gefährlichen Zonen. Das kann ich auch machen. Dann nehme ich die hier erstmal mit. Die gelben lasse ich jetzt erst nochmal ein bisschen gelbe Pigment-Sachen machen. In welche Richtung muss ich? Hier ist was direkt vor uns quasi. Offenbar hier unten. Ach, das war hinter dem Steintor, das wir nicht aufgekriegt haben. Mitkommen. Nektar ist schön und gut. Aber da sind Viecher, die vermöbelt werden müssen. Ich freue mich ja, wenn ihr alle stark werdet, aber... Wir müssen den Weg für die anderen Pikmin freimachen. So, wo ist das Teil? Ja, das liegt angeblich da oben. Warte mal. Wenn ich das benutze, funktioniert so mein. Der Käfer. Wo ist er? Komm her, du Sack. Okay, ich muss ihn bewerfen und ich muss ihn treffen, damit ich Schaden mache. Ich meine, immerhin greift er uns nicht an, aber es ist trotzdem extrem nervig, weil man halt so schlecht trifft mit dem Ding.
Wisst ihr, die Pikmin hauen alles klein, was bei drei nicht auf dem Baum ist, aber den nicht. Sieh mal an, mein Levita-Reifen. Dieser Reifen ist für jeden Piloten, der sich als Weltraumlichtschwimmer erweist, lebensnotwendig. Ehrlich, Olimar, du bist jetzt auch noch Nichtschwimmer. So, mit den anderen kann ich schon mal weitergehen. So, wo muss ich genau hin? Wartet mal. Ihr bleibt mal kurz hier. Sieht so aus, als wären ein paar Pikmin verloren gegangen. Was ist für ein Geräusch? Ach, das waren die Käferchen wieder. Levita-Reifen. Ein ausgezeichneter Schwimmer wie ich habe eigentlich keinerlei Verwendung hierfür. Aber mein Motto heißt immer, mit dem rechnen, mit dem man nicht rechnet. Ehrlich, gerade in Notfällen. Ich habe 12 von 30 Teilen gefunden. Die Leistung meiner Dolphin... ich habe 12 von 30 Teilen gefunden, die Leistung meiner Dolphin erhöhen. Nun kann ich in weiter entfernten Gebieten suchen. Sehr schön. Und tatsächlich, wenn man diesen Reifen für Nichtschwimmer, von dem selbst Olimar sagt, der ist eigentlich gar nicht so wichtig, wenn man den nicht hat, geht's nicht. Dann kann man nicht abheben am Ende. Beziehungsweise kann man, glaube ich, schon, aber man crasht. Vielleicht habe ich keinen Bock. Ich meine, auf die Frösche habe ich auch keinen Bock. Ja, ein paar gehen leider drauf. Ah, den einen hat's erwischt. Nee, das war nix. Welches Timing? Oh, er kommt. Okay, das hat leider ein paar erwischt. Okay. Nächster Elite-Gegner. Oh, scheiße. Der Schaden in meinem Reimanzug bringt mich ans Limit. Das sicherste wäre es, sofort zur Dolphin zurückzukehren und meinen Anzug zu reparieren. Ich müsste mich nur vor die Dolphin stellen und A drücken. Ja. Wäre die Reparatur meiner Dolphin nur auch so einfach. Ah ja, ich bin hier auf dem Heimweg. Ah, hier komme ich nicht durch. Beziehungsweise doch dämig. Ihr haut mal da drauf, ich gehe außen rum. Ja, das muss ich jedes Mal neu aufmachen. Beziehungsweise, weil wir halt das Gebiet neu geladen haben. Weil wir ja vorher in einem anderen waren. Auch ihr seid resettet, ihr Mistviecher. Dann ziehe ich euch und schmeiße euch einfach so rein.
So, wo kann ich mich heilen? Ah. Noch 17 Teile. Und die Leistung meines Dolphins würde steigen. Okay, das heißt, das nächste Gebiet ist das letzte Gebiet tatsächlich. Ach, kann ich hier einfach runter. So. Macht mir das da mal auf. Repariert mir das da mal. Planung ist alles. Oh, das ist das Steintor, das ist gar nicht das andere Tor. Das ist das andere Tor. Komm runter, du Sack. Alles einsammeln. Der Rest von euch macht hier mal den Weg auf. Zwingt mich nicht, die Pikmin zu holen. Oh, die regenerieren. Ach, das fliegt gar nicht, das ist da drüben. Abtransportieren und der Rest haut wieder hier gegen. Ja? Gibt Fortschritt, ich brauche nochmal zwei. Einer da. Und einer da. Feuer macht denen nichts aus. Ihr könnt so viel Feuer spucken, wie ihr wollt, ihr Rüsseltiere. Ja, hier könnte ich sogar direkt hoch. Ah, die Armee der Pikmin steigt. Also wächst. Die steigt. Komm, ich nehme die mit. Ich möchte ein volles Bataillon gegen den Pilz haben. Die Zahl der Pikmin steigt ja eh nicht mehr an im Feld. Das heißt, wir kriegen sowieso wieder ein paar mit Blättern da drin. Dann müssen wir halt gucken, dass wir ein bisschen Nektar mitnehmen. Na, ihr seid nicht die Letzten. Helft dem da mal. Dass das ein bisschen schneller geht. Ich hoffe, wir schaffen den Kampf gegen den Pilz heute noch. Das würde mich freuen. Blöd ist halt, dass wir hier die ganzen Steintore noch nicht aufgekriegt haben. Die hätte ich gerne schon offen. Weil das würde ein bisschen Laufzeit sparen, aber wir haben keine Bomben gefunden bisher. Ja. Hä? Ah, den muss ich von unten angreifen. Kann ich nicht von oben. Und jetzt von oben. Thank you.
Warum auch immer das so ein hohles Geräusch macht. Oh nein, er hat meine Pikmin in quasi Anti-Pikmin verwandelt. Oh, ich... Die Sonne geht schon unter, aber ich will ihn noch kaputt machen. Alle, die oben stehen, sind ja okay. Ich habe den Omega-Stabilisator gefunden. Er ist absolut notwendig, damit mein Schiff korrekt geradeaus fliegt. Der Stabilisator hat mich durch so manchen kosmischen Sturm geleitet. Und er sieht dabei absolut cool aus. Okay, mehr können da nicht anpacken. Okay, wir tragen das Ding so weit es geht. So weit wir kommen. Au. Ich würde sagen, so bei 5 sammeln wir alle ein. Zuerst am besten die vorne, dann die hinten. Oder andersrum. Okay, scheiß drauf. Restliche holen wir morgen. Also die restlichen Sachen. Schade, ich habe gedacht, wir schaffen heute vielleicht wieder 2 Teile. Aber ich finde, wir haben uns eigentlich ganz gut geschlagen bisher. Wobei ich wünschte, wir wären etwas besser. Oh nein, einer ist verloren gegangen. Scheiße. 11 Tage seit Absturz. Ich habe es geschafft, die Reichweite der Dolphin weiter zu erhöhen. Wenn ich aus der Dolphin schaue, die sich immer weiter in den Himmel erhebt, so kann ich klare Seen in den Tiefen des Waldes erkennen. Ich will die fernen Quellen nennen. Morgen werde ich anfangen, dieses Stück Land zu erforschen, aber heute brauche ich Schlaf. 7 haben wir zurückgelassen, scheiße. Das ist mehr, als ich wollte. Aber gekeimt sind 59, also ist schon okay. 21 sind im Kampf gestorben, ja. Ist halt leider so. Oh, da sind nochmal richtig viele Teile. Ah, ja, da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Aber ich finde, wir kommen gut voran. Wir haben jetzt Tag 12, 12 von 30 Teilen. Stimmt, sieht man hier unten links. Also wir sind genau auf Kurs. Wobei wir, glaube ich, einen Tag sogar noch gut haben. Ja, den müssen wir aber auch halten. Gut, Leute. Ihr lasst mir ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben. Wie findet ihr, schlage ich mich bisher? Und ja, das würde ich gerne wissen. Also Leute, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es einfach weitergeht mit Pikmin. Bis dann, euer Wolf.